einer von euch ein Creepy Ex-Freund, Mann? Gar das kann ich aber hier nicht sagen. Soll ich es aufschreiben? Du hast eins? Ja. Okay. Du schreibst auf Englisch, Mann. Ja, ich war einfach. Fuck it. Fang an. Musik hören, laut singen. Spaghetti Carbonara e una Coca-Cola. Gut essen gehen. Kraft trinken. Oh. Vor dem Spiel. Ach, das ist nur Lieblingsmusik. Ja, hab ich ja. Was ist denn da irgendwo in so einem UK? Ich sage Bryson Tiller oder ein R&B Artist. Ich glaube, es ist Dave. Ich glaube, der heißt Dave. Ich glaube, es ist Icke Hüftgold. Es ist Dave. Ja. Oh, Dave? Ja. Yeah. For real? Ja, yeah, he's tough. He's super tough. Yeah. Wer ist denn Dave, Mann? Das ist ein. Das ist der aus UK. Yeah. Das, was du immer hörst. Auch, ja. Oder was du denn mal vor dich hintrillerst. Nee, das wäre anders. Das ist wie Young. Kann ich ihm erzählen. You like Burna Boy too? Yeah, of course. Burna Boy tough too. Keine Ahnung, von was ich rede. Er passt hier doch selber. Ja, das wird schwer. Nicht, wenn er so viel McDonalds frisst. Kai Brunke, wenn er gesund bleibt. Ich glaube Sascha, einfach auch, weil er das, den Körper dafür hat und das Skillset auf jeden Fall auch. Damn, I'll give a serious answers and shit. Ich habe Renke gesagt, weil er hat gestern Practice dominiert. Aber du bist ja künstlerisch begabt, ne? Ja, magst du? Ich finde dich toll. Oder Matt. Safe. Ich sage Matt, er probiert nicht lustig zu sein, aber er ist richtig lustig und ich denke, er würde gut diese Jobs machen. Also ich glaube auch Matt oder Sascha wieder, weil die einfach beide die ja, aktivsten in der Runde sind. Ich würde auch sagen, Ahmed Hügel wird das Rennen machen auf jeden Fall. Ich glaube den Basti, der so tolle Sprüche hat immer. Du bist ja im Pfeifenkopf. Aber das könnte auch sehr gut sein, ja. Auf gar keinen Fall. Er hat gesagt, als Entertainer. Als Entertainer, ja. Entertainer ist auf jeden Fall. Ich bin ein seriöser Journalist wahrgenommen. Ja, irgendwas Seriöses. Ja? Polizsendung. Würdest du diese Halftime-Show machen zum Beispiel? Ja, hallo und welcome zu diesem Halftime-Spiel mit Basti Bayreuth. Basti Bayreuth. Also, da gibt es übertrieben viele Sachen. Es gibt so viele Sachen, wirklich. Aber man kann es kein Ziel sagen. Ich wusste mein Ziel weg. Ich habe gar nichts. Also, da gibt es übertrieben viele Sachen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe politisch inkorrekte Witze. Wenn man gute Defense spielt. Ich denke mir, wenn Lars ja die ganze Zeit von der guten Defense redet, dann würde er die auch gut spielen, dann wird er auf jeden Fall lächeln und sich freuen. Das war cute. Italienisch reden, weil vorher ich habe Italienisch geredet und er hat gelacht.